Wir überwintern wieder in Spanien und das fest auf einem Platz. Diese Variante hat sich für uns persönlich bewährt. Es ist sogar so, dass wir weiter ausbauen. Aber das kommt in diesem Video nicht vor. Wir wollen euch ein paar Tipps geben und auch Erfahrungen mit euch teilen. Interessant ist dieses Video vielleicht für Camper, die noch nie in Spanien waren. Oder auch Camper, die mit der Idee spielen, den Winter einmal in Spanien zu verbringen. Das seht ihr in unserem neuen Video. Ich bin Rosa. Und ich bin Ralf. Und zusammen sind wir Talkwomi. Hallo. Hallo. In diesem Video soll es um das Überwintern in Spanien gehen. Ja, dazu müsst ihr natürlich erstmal nach Spanien kommen. Wir sind dieses Jahr über Metz, Dijon, Lyon, dann in Richtung Südfrankreich, Montpellier, gefahren und wir haben dann auch eine längere Zeit in Südfrankreich auf einem Campingplatz die Zeit verbracht, sind aber ansonsten durch Frankreich gefahren und haben dazu auf Stellplätzen übernachtet. Genau. Genau, und dazu haben wir dann auch gleich unseren ersten Tipp. Genau. Wir haben für diese Übernachtung auf Stellplätzen eine App genutzt. Ja, weil bei Stellplätzen ist ja eigentlich sonst immer das Problem, dass man nie so richtig weiß, sind sie voll, sind sie leer. Ich zeige euch Und das mal wir haben gerade. halt diese App hier genutzt. Die gibt es im Apple Store und auch im Android Store, im Google Store. Und kann man sich kostenlos runterladen. Und der große Vorteil ist halt, dass man da so ein Ampelsystem hat und genau erkennen kann, wie viele Plätze denn jetzt zum jetzigen Zeitpunkt dann der Abfrage noch frei sind. Das ist, die Karte kostet, glaube ich, 5 € einmalig und ist dann so eine Debitkarte, auf die man so Guthaben einzahlen kann. Und da kann man dann die Übernachtungen und aber auch dann die ganzen Sachen auf den Stellplätzen bezahlen. Ich fand das auch entspannt, so zu fahren. Ne? Absolut, weil du hast nicht so ganz groß den Stress, da dann anzukommen und festzustellen, hoch, der Platz ist schon voll. Ja, also wir haben damit gute Erfahrungen gemacht. Die Plätze, die wir jetzt besucht haben, waren in Ordnung. Im Ja. Übrigen bekommen wir nichts dafür. Wir haben das Nein, nicht nein, nein, bezahlt. nein, nein. Das ist wirklich so etwas, was wir Eigene Erfahrung. genau Was gerne machen. man vielleicht dazu sagen sollte, aber vielleicht wisst ihr das auch, man sollte natürlich schauen, dass man nicht allzu spät auf dem Ja. Stellplatz erscheint, weil so ab 15 Uhr aufwärts wird es dann doch üblicherweise etwas voller. Ja, und das ist natürlich auch, gilt das dann auch für andere Plätze. Das muss jeder so für sich wissen. Reserviert ihr gerne im Vorhinein schon Campingplätze? Wir machen das eigentlich ganz gerne. Natürlich besonders, wenn wir uns ganz bestimmte Campingplätze aussuchen, wo wir unbedingt sein wollen. Wenn ihr aber einfach so fahren wollt, ohne Reservierungen, finde ich, ist diese Alternative mit den Stellplätzen eine gute? Das nimmt einem ein bisschen den Stress, muss man ehrlich sagen. Ja. Ja, und dann vielleicht noch an der Stelle der Hinweis, dass dieses Video zum Überwintern ist ein Ergänzungsvideo. Wir haben in unserer Playlist auf unserem Kanal verschiedene Videos zum Thema Überwintern. Schaut da gerne noch mal rein, um sich so einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Ja. Ja, wenn man dann in Spanien ankommt, ist natürlich die Frage, wo will man denn in Spanien hin und was hat man sich denn ausgesucht? Und das wird ja dann üblicherweise zum Überwintern ein Campingplatz sein. Und da ist natürlich dann die Frage, wie geht man sowas an? Hat man das von vornherein reserviert, von zu Hause aus, übers Internet oder wie auch immer? Oder fährt man wirklich aufs Geratewohl und guckt, was man bekommt? Das ist jetzt Ja. Geschmackssache. Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Ja, weil weiter, also am Anfang der Küste, ich sag jetzt mal so Costa Brava und so, sind ja natürlich auch schon viele Campingplätze zu. Das muss Geschlossen, man ja. einfach wissen, da muss man sich vorher informieren. Das muss man auch bei der Durchreise beachten. Das ist manchmal schon, dass die Sachen zu sind. Je nachdem, wann ihr im Jahr fahrt, sind die Campingplätze schon zu. Genau. Und dann, wenn ihr dann halt, meist ist es ja dann doch wegen des Wetters, weiter in den Süden wollt. Ja, also mir wäre das jetzt zu riskant, ohne Reservierung zu fahren.
Das muss aber jeder selber wissen. Die Plätze sind voll. Da möchten wir keine Panik machen oder Stress machen, weil davon gibt es genug in den sozialen Medien, diese Panikmache. Aber es ist tatsächlich so, wenn man überwintern möchte und auch mal längere Zeit auf einem Campingplatz stehen möchte, wird es schwierig. Ja, also wie gesagt, wir können da eigentlich nicht so richtig empfehlen, was man tun soll, weil das ist immer so ein bisschen von der eigenen Mentalität abhängig, muss man klar sagen. Wir können halt nur so sagen, wie wir es machen. Und da muss man sagen, das ist so ein bisschen gestaffelt, dass man eigentlich sagen kann, so ab Oktober aufwärts kommen dann schon auf die Plätze die Überwinterer, muss man sagen. Ja. Es gibt dann in Spanien vor allen Dingen im Oktober noch so ein paar Feiertage. Ich kann vielleicht gleich noch was zu sagen. Die dann noch so kommen, wo dann auch noch sehr viele Spanier auf den entsprechenden Plätzen zu finden sind. Aber das wird halt immer weniger, weil ist ja logisch, weil die Plätze immer mehr von Überwinterern belegt werden. Ja. Also die Parzellen meine ich. Und halt, es kommt dann auch auf die Dauer an. Also wir haben jetzt auf dem Platz, auf dem wir stehen, schon gehört, dass es da schon schwierig ist, Plätze zu bekommen, die über eine Woche hinausgehen. Das ist fast unmöglich, es sei denn, man ist zum Beispiel bereit, auf sehr kleinen Plätzen zu stehen. Ja, das hängt dann auch wieder davon ab, was man für ein Wohnmobil hat, ne, womit man unterwegs ist. Wenn er jetzt so ein 8 Meter Wohnmobil hat, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich etwas kleiner, als wenn man mit so einem 6 Meter Ding unterwegs ist. Ne? Ja, also, in Spanien passiert aber auch sehr viel. Es werden viele Campingplätze eröffnet oder auch Stellplätze, muss man sagen, da passiert doch einiges. Also wir meinen schon, dass es auch Ausweichmöglichkeiten gibt, vielleicht dann auch schon mal gekoppelt mit ein bisschen Geduld und der Bereitschaft, innerhalb eines Aufenthalts auch noch mal die Parzelle zu wechseln. Ja. Diese Möglichkeit gibt es ja auch. Aber wir sagen noch mal, das muss letztendlich jeder selber entscheiden, ob er bereit ist, auch so ein gewisses Risiko einzugehen. Ja. Also wie gesagt, wir reservieren oder wir haben zu der damaligen Zeit reserviert und dann kommt man ja sowieso in so einen Rhythmus rein und verlängert dann, wenn es einem gefällt, immer von Jahr zu Jahr wieder neu. Ja. Das macht dann auch jeder Campingplatz so, wie es eben ist. Mhm. Wie ja einige von euch wissen, stehen wir im Winter auf dem Campingplatz La Marina. Mhm. Und da würde ich gerne noch was zu sagen. Wir werden auch hier nicht bezahlt. Das ist ein Platz, der uns gefällt. Und wir sagen das auch gerne, wobei hier nicht alles perfekt ist, aber... Nö. Wir mögen diesen Platz einfach. Ja, so im Großen, also so als Gesamtpaket ist das schon sehr, sehr gut hier. Ja. Muss man sagen. Das sieht man ja auch vielleicht in anderen Videos, die wir so gezeigt haben. Da kriegt man immer schon mal einen kleinen Einblick. Das ist schon okay hier. Ja. Ganz ehrlich. Sonst wären wir auch nicht wieder hier. Aber dieser Platz hat halt eine Besonderheit, was gerade den Winter betrifft und da auch die Reservierung. Ja, ja. Weil bei den meisten ist es so, nicht alle, aber bei den meisten ist es so, dass die eigentlich ganz froh sind, wenn sie denn hier einen Platz haben und einen Platz bekommen haben. Für den Winter. Für den Winter, genau. Mhm. Und es gibt ja hier unterschiedliche Parzellengrößen. Es gibt beliebtere Parzellen, es gibt weniger beliebte Parzellen, so wie das ja also üblich ist. Aber egal, das Grundprinzip ist immer das gleiche. Dieser Campingplatz macht das folgendermaßen, dass man vom Campingplatz her gibt es die Regel, dass man sagt, auf dem Platz, auf dem du am 1. März des Jahres stehst, also physikalisch stehst, mit deinem Wohnmobil, deinem Zelt oder was auch immer du hast und die Parzelle sozusagen belegst, dann hast du das Recht, in Anführungsstrichen, diese Parzelle wieder für das nächste Jahr zu buchen. Sprich, ab 1. November bis, solange du eben willst oder kannst. Das ist hier so die Regel. Mhm. Und dann läuft das so, dass dann 14 Tage, dann gibt es dann nochmal so eine Frist, das heißt bis zum 15. März, wird dann dieser Platz wird quasi alles geblockt und ab 16. März gehen dann die Parzellen in den freien Verkauf und in den freien Markt hinein. Mhm. So läuft das hier. Das heißt, die meisten Parzellen, wo Überwinterer draufstehen, sind dann, oder kann man von ausgehen, dass sie dann im nächsten Jahr wieder gebucht werden. Ja. Weil die Leute stehen am 1.3. alle da drauf. Das heißt aber auch, dass man sagen kann, dass so ab Mitte März, Ende März so langsam dann auch die Abfahrten hier passieren. Das heißt, die meisten Überwinterer fahren dann wieder nach Hause. Und dann aber es doch immer wieder mal die Möglichkeit gibt, doch noch einen Platz zu ergattern. Gibt es immer wieder. Da muss man auch ein bisschen Geduld haben und hartnäckig sein. Das wissen so ein paar von euch, wo das auch geklappt hat. Ja.
Aber da muss man einfach ein bisschen Glück haben und auch hier den Campingfunk nutzen, ne? Das heißt, die Leute auf dem Campingplatz wissen dann natürlich auch, wo vielleicht Chancen bestehen, weil vielleicht Leute aus Altersgründen aufhören oder es gibt immer mal wieder Möglichkeiten. So, und über gerecht oder ungerecht wollen wir jetzt gar nicht diskutieren. Und wie das andere Campingplätze handhaben, wissen wir auch nicht. Nein, nein, nein. Und wem das alles zu blöd ist, der entscheidet sich sowieso ganz anders. Ja, aber so ist die Regel hier so nun mal so. Nun mal. Und ja, das ist natürlich dann, wenn man einmal in diesem Turnus drin ist, ist das eigentlich ganz nett. Und wir hatten Glück gehabt, warum sollen das andere nicht auch wir haben? Wir haben auch einfach Glück gehabt, sind auch froh und dankbar, dass das so alles funktioniert hat. Und ja. Ja. Ein weiterer Punkt sind natürlich eure Reiseunterlagen. Aber ich glaube, da muss man gar nicht so viel zu sagen. Ist ja klar, was man da so mit hat, neben Reisepass und Dokumente. Das sollte man natürlich im Griff haben. Ja, und auch Reiseversicherung, ob ihr euch der Zusatz versichert und so weiter. Da möchten wir jetzt eigentlich nicht drauf eingehen. Das ist natürlich klar, dass ihr das, dass ihr euch darum kümmern müsst. Was aber da für uns sehr wichtig ist und eigentlich sich so im Nachhinein als sehr wichtig herausgestellt hat, ist, natürlich ist auch Mila versichert, unser Wohnmobil, haben wir auch gemacht, haben aber da doch aufgrund eines Vorfalls im Sommer, sprich ein Hagelschaden, die Erfahrung gemacht, wir haben uns nicht intensiv genug darum gekümmert. Muss man ehrlich sagen. Und das werden wir jetzt, da der November ja quasi vor der Tür steht. Wir haben heute den 30. Oktober. Da müssen wir uns nochmal drum kümmern, weil wir haben gemerkt, so gut versichert sind wir dann doch nicht. Nein, wir haben das so gemacht, wie man das vielleicht üblicherweise macht, wie man es natürlich logischerweise, so mein Vater schon sagte, nicht machen sollte. Man soll alles immer schön lesen, bevor man es unterschreibt. Aber wer macht das schon? Das heißt, man liest tatsächlich diese ganzen Versicherungsunterlagen nicht korrekt. Und natürlich stand für uns dann auch ein nachteiliger, also aus unserer Sicht nachteiliger Passus da drin, der natürlich dann in unserem Fall auch gezogen hat. Also da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich die Versicherungsunterlagen wirklich ganz genau durchzulesen, auch diese langweiligen, kleingeschriebenen Dinger lesen, weil da stehen meistens die fiesen Sachen drin. Uns hat das jetzt wirklich ein paar tausend Euro gekostet, in Anführungsstrichen. Ja, da muss man ehrlich sagen, das hätte man vielleicht vermeiden können, wenn man genau gelesen hätte. Ja, ja. Also achtet darauf, dass A, natürlich alles abgedeckt ist. Denkt auch an so komische Sachen, die vielleicht erstmal gar nicht so, so wahrscheinlich erscheinen, wie Elementarsachen wie Hagel, Hochwasser, Überflutung und so, was vielleicht erstmal so ein bisschen weit weg ist. Beim Camping kommen die Sachen, sagen wir gleich auch noch was zu, deutlich näher. Und lest ganz genau, was die Versicherung dazu sagt. Das geht es nachher plötzlich ruckzuck um ein paar tausend Euro. Genau, da kommen wir gleich zu dem Thema Wetter, weil ich habe das auch immer so ein bisschen abgetan. Ich wollte nicht, dass Ralf so oft über das Wetter spricht. Aber man muss sagen, wir leben ja jetzt auch ein Jahr im Wohnmobil. Ja. Und das ist wirklich ein Leben mit dem Wetter. Ja. Doch noch mal etwas anders als in einer Wohnung oder in einem Haus. Und aber dazu kommen wir jetzt. Dazu kommen wir jetzt. Wie wir schon gesagt hatten, wir haben heute den 30. Oktober. Ja. Es ist sehr warm, aber wir hatten jetzt doch zwei, drei doch sehr heftige Tage. Vielleicht haben das einige von euch auch in den Nachrichten gesehen, dass hier in Südspanien heftige Unwetter waren. Ja, ja, das ist auch so etwas, das sollte man dann doch auch mit einplanen oder ja zumindest im Hinterkopf haben und das auch beobachten. Mhm. Das ist nämlich zu dieser Jahreszeit hier ein Phänomen, La Gota Fria. Mhm. Da könnt ihr euch auch mal gerne im Netz informieren. Ich möchte da so gar nichts zu sagen, weil ich da das nicht erklären kann, genau was das ist. Nein, nein, aber man muss klar sagen, es ist wie gesagt ein Phänomen, was immer wieder turnusmäßig auftaucht. Wir haben jetzt hier noch Glück gehabt, muss man sagen. Ja. Also wir haben das, würde ich sagen, mehr oder minder am Rande mitbekommen, aber also auch abbekommen. Aber ich muss sagen, reicht schon, danke. Also es war schon ziemlicher Starkregen aus meiner Sicht und auch schon ordentlich stürmisch. Also ja, also wie gesagt, in den Zentren, das sieht man auch in der Zeitung, ist das wohl ziemlich übel gewesen. Ja, und in Valencia. Alle Leute leid, die das dann so direkt voll abbekommen. Aber was wir ja eigentlich sagen wollen, ist, achtet auf das Wetter, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Holt euch Apps oder Wettervorhersagen, guckt ganz genau hin, denn dieses zum Beispiel war sehr auf unserer App jetzt sehr genau vorherzusehen.
Und man muss klar sagen, dadurch, dass man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, ist man doch sehr nah an der Natur und diesen Dingen einfach ganz anders ausgesetzt. Ja. Das, also, und wenn man dann, wie wir jetzt dann auch im Wohnmobil lebt, dann kommt schon mal so die Frage auf, dass man denkt, was passiert da jetzt eigentlich, Ja. ne? Also da muss man klar sagen. Und die Überwinterung in Südspanien bedeutet nicht nur Sonne, blauer genau. Himmel und Sonne und Wärme. Es kann auch mal frisch werden. Wie gesagt, es kann auch mal ein Unwetter geben. Das muss man einfach mit einkalkulieren und sich darauf dann auch vorbereiten. Für uns ist es ein leichtes, immer nur bei schönem Wetter zu filmen und zu fotografieren. Das macht natürlich auch mehr Spaß, Ja, klar. aber das ist ganz einfach nicht die Realität und auch nicht die Wahrheit. Ihr braucht hier mit Sicherheit, also hier, wo wir sind, keine dicke Daunenjacke. Aber ja, ihr müsst hier so, ich glaube, so in Deutschland sagt man Übergangskleidung, ne? Übergangskleidung, so heißt es Ja, ja. Das weiß ich man als weiß gar Spanier nicht, was das so natürlich nicht, wie das richtig ist, aber heißt. damit kommt man, glaube ich, hier ganz gut klar. Also auch darauf vorbereiten, Ja, und es ist dass. natürlich auch klar, aber das wisst ihr auch alle, denke ich mal. Aber vielleicht die Camping-Neulinge nochmal der Hinweis, weil auch wir haben die bittere Erfahrung machen müssen. Material ist wichtig und ein wirklich durchdachter, vernünftiger Aufbau der Sachen ist wichtig, denn der Ja. Wind und der Regen nimmt dir das sonst gnadenlos auseinander. Das muss man mal ganz klar sagen. Also jede Nachlässigkeit, das haben wir in anderen Videos auch schon mal gesagt, wird bestraft, hundertprozentig. Aber diesmal waren wir wirklich gut. Diesmal waren wir gut. Ich habe sogar die Abfahrt vorbereitet. So Ja. fluchtautoartig. Ich hatte Mila so stehen und so aufbereitet, dass wir jederzeit hätten reinspringen können. Wir waren ja drin. Einfach losfahren konnten. Das war jetzt nicht nötig, bei weitem nicht nötig. Aber Ins man weiß es Zelt ja hat nicht. es nur ein bisschen Ja, reingeregnet. unser neues Küchenzelt hat gehalten. Jawohl. Und der Geschirrspüler Man höre, wir haben ein Küchenzelt. Aber okay. auch. Das ist ein anderes Thema. In unserem Video geht es ja ums Dauercampen, das Überwintern rein auf einem Platz. Da muss natürlich auch gut hingeschaut werden, welchen Campingplatz, sucht man aus. Das ist natürlich wichtig. Also wer so Hummeln im Popo hat und gerne ständig unterwegs ist und auch gerne die Campingplätze oder Stellplätze wechselt, für den ist das natürlich nichts. Aber wenn es ums Dauercampen geht auf einem Platz, muss ich mich natürlich auch auf lange Sicht auf einem Platz wohlfühlen. Und da muss man so ein paar Punkte für sich auch abklopfen. Was ist einem wichtig? Genau. Und wir können ja immer nur aus unserer Sicht berichten, was uns gefällt. Und hier der Platz, der liegt zum Beispiel ruhig. Der ist so circa 1 Kilometer vom Strand weg. Das muss man auch wissen. Oder der Ort selber ist auch 1 Kilometer von hier weg, ist sehr klein, da ist nichts los. Wer also gerne Remi-Demi hat, gerne viel in Cafés geht, in Restaurants, an der Promenade spazieren geht, wäre das hier zum Beispiel nicht der richtige Ort. Oder man muss halt eben fahren. Das kann Ja. man dann entweder mit einem Auto, wenn man sowas hat, oder mit dem Fahrrad. Und dann kommt natürlich dann die nächste Frage dazu. Wie ist das so mit den, mit der Aus, Aus, also die Radwege, sind die gut ausgebaut? Gibt es viele Radwege? Das ist hier auch eher weniger der Fall, muss Ist man nicht so sagen. Es gut. ist nicht so gut. Also wir sind jetzt nicht so die super Profi-Radfahrer, aber man hört das halt von vielen Leuten, dass die sagen, es ist nicht ganz so gut, ne? Ja. Und man muss dann viel über die Straßen halt fahren mit den Autos, das ist nicht so angenehm. Das sind dann so die Fragen, die man sich stellen Ja, also muss. da sollte man dann keine Überraschung erleben. Das heißt, man muss schon wissen, was macht man gerne, was ist einem wirklich wichtig und das dann auch frühzeitig abklopfen, ne? Ja, weil da ist halt jeder Mensch unterschiedlich. Wie gesagt, für uns ist das hier eine optimale Mischung. Das ist aber nicht jedermanns Sache. Also wir hatten auch schon Mitcamper, die gesagt haben, nö, das ist nicht so das Unsere, ne? Und Ja, gerade ist wenn ja man, auch in Ordnung, genau, und ne? wenn man, gerade wenn man hier ein paar Monate steht, dann muss das natürlich schon passen, ne? Ja, Das oder ist wir klar. sind zum Beispiel gefragt worden, ist das nicht blöd? Da den ganzen Winter über sind ja nur Rentner da. Und wir sagen, super. Ja, ist doch gut. Ja, Ist doch also okay. wie gesagt, das muss so jeder für sich entscheiden. Also guckt euch gut die Plätze an oder probiert es erstmal einfach aus. Ja, kann man ja auch machen. Man kann ja für ein paar Wochen hier hinkommen oder für ihren Zeitraum X und sich das jetzt mal angucken. Haben wir auch so gemacht. Wir sind ja auch am Anfang erst noch etwas weniger hier gewesen, haben es dann direkt verlängert, weil es uns sehr gut gefallen hat. Aber wenn es das nicht gewesen wäre, dann eben nicht.
Ja, und wer uns ja schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass wir ja jetzt auch das Frühjahr und den ganzen Sommer unterwegs waren. Ja, wir waren dann auch auf insgesamt 30 Campingplätzen und Stellplätzen. Und ich finde das zum Beispiel sehr anstrengend, Ja, aber. auch wieder Geschmackssache, ne? Wie gesagt, da muss jeder so seinen Rhythmus finden, was für ihn in Ordnung ist. Für uns wären eher größere Abstände in Ordnung, also länger auf dem Campingplatz zu stehen oder Stellplatz und nicht so viel durch die Gegend zu fahren. Aber es gibt halt Leute, die sehen das genau andersrum. Das muss jeder für sich rausfinden. Das ist das sogenannte Camper-Profil. Da kommen wir später noch vielleicht noch mal kurz zu. Nein, kommen wir nicht. Kommen wir nicht. Gut, dann nicht. Dann ist es das Camper-Profil. Ja, ein weiteres Thema ist dann die Mobilität. Wie will ich unterwegs sein, wenn ich quasi über ein paar Monate mit dem Wohnmobil oder auch Wohnwagen fest auf einem Platz stehe? Beim Wohnwagen ist das meistens ja relativ schnell erledigt, weil die haben ja ein Auto dabei. Also insofern, da stellt sich die Frage oft nicht so sehr. Aber wenn man jetzt mit dem Wohnmobil unterwegs ist, ist das ja schon eine Frage, ne? Und auch da haben wir natürlich für uns so eine Lösung erarbeitet, was heißt Lösung, Lösungen erarbeitet, mit denen wir gut klarkommen, aber auch das ist wieder individuell. Wir Ja. zum Beispiel haben uns jetzt mit Nachbarn hier ein Leihauto über mehrere Monate genommen. Das ist dann preislich sehr, sehr attraktiv. Und das ist für uns eigentlich optimal, dass man wirklich schon mal größere Strecken fahren kann, mal 60, 70 Kilometer oder noch weiter. Das ist mit dem Auto natürlich schon optimal machbar, ne? Das ist eigentlich eine Ja. sehr schöne Möglichkeit, ne? So, und dann haben wir das eben nach hinten so runtergebrochen, ne? Ja, dann fahren wir noch einen alten Roller, unseren Ringtutu, der ist auch mit dabei. Der ist immer dabei. Der Manchmal auch war. nur halb, aber er ist dabei. Und Er ist nicht der schönste, aber der lauteste. auf jeden Fall. Und das bewährt sich aber auch hier sehr gut, weil hier kann man zwar vom Platz aus mit einem Bus zum Beispiel auch bis nach Alicante fahren, soll auch ganz gut funktionieren. Aber ansonsten ist die Funktioniert gar nicht. Verkehrsanbindung hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht ganz so toll. Und Ralf ist kein Busfahrer. Nein, das kann man vergessen. Ja, und dann nächster Schritt ist dann im Prinzip das, wo wir gerade mit dem Hintern drauf sitzen, nämlich E-Bikes oder Bikes, mit denen man dann entsprechende Ausflüge machen kann. Und last but not least haben wir dann noch so einen kleinen E-Scooter, mit dem wir dann hier so auf den Plätzen rumfahren können, wenn man etwas weiter gehen muss oder etwas durch die Gegend schleppen muss. Das hat sich eigentlich so bewährt. Also wir haben das so ein bisschen gestaffelt und haben da für uns jetzt ein optimales Modell gefunden. Was wir halt auch hier mitbekommen, das sind die, die mit dem Wohnmobil hier stehen und das Wohnmobil über den Winter nicht mehr bewegen, weil sie zum Beispiel ein Vorzelt dran gemacht haben. Die mieten sich auch vielleicht mal für ein paar Tage oder für eine Woche ein Auto. Das geht natürlich auch. Das geht auch von hier aus sehr gut. Das kann man hier an der Rezeption machen. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, da muss man im Vorfeld gar nicht so viel planen. Die meisten haben ihre E-Bikes dabei. Ja. Und den Rest kann man dann vielleicht vor Ort schauen. Es sei denn, es ist euch wichtig, zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel. Da gibt es zum Beispiel in El Campello einen Campingplatz, der hat direkt eine Bahnverbindung mit dran. Ne, sowas kann man ja dann auch mit in die Einplanung. Welchen Platz nimmt man? Genau. Aber da Nehmen. muss, wie gesagt, jeder sein eigenes Profil erarbeiten und dann überlegen, wie hätte er das gerne. Wir Aber machen das so. Mobilität am Platz im Winter Ist für uns wichtig. sehr wichtig. Sehr wichtig. Dann ist natürlich bei dem Thema Überwinterung, natürlich beim Camping auch, aber beim Thema Überwinterung vielleicht noch etwas mehr das Thema Ausrüstung wichtig. Da haben wir auch schon verschiedene Videos zugemacht, aber vielleicht noch mal zusammengefasst. Man will es natürlich über die Monate auch möglichst gemütlich haben. Das heißt, es stellen sich dann solche Fragen wie Vorzelte, Markisenzelte etc., die ich vor das Wohnmobil bauen kann oder vor den Wohnwagen, damit ich halt einen erweiterten Wohnraum haben kann, damit es schön gemütlich ist. Da muss man sich halt überlegen, was man gerne hätte. Hat alles Vor- und Nachteile. Wie gesagt, da gibt es auch schon ein paar Videos von uns zu. Wir selber haben jetzt zum Beispiel ein Markisenzelt, was dann rechts und links und in der Vorderseite mit der Markise verbunden wird. Und damit kommen wir ganz gut klar. Ist noch nicht aufgebaut. Ist jetzt gerade noch nicht aufgebaut, weil ist klar, wenn es einmal steht, wird natürlich dann eine spontane Fahrt eher etwas schwieriger.
So, das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist natürlich die Ausrüstung grundsätzlich. Das ist zum Beispiel das Thema Gas. Im Winter wird es hier auch nachts etwas kälter. Das heißt, man muss nachts vielleicht eventuell zuheizen. Da ist die Frage, wie macht man das? Wir haben jetzt ganz normale Gasflaschen, handelsübliche Gasflaschen, die wir hier in Spanien dann auch, der Campingplatz bringt die einem bis auf die Tür. Die Preise sind hier sehr, sehr übersichtlich. Es liegen so bei 16 bis 18 Euro die Gasflasche. Damit kommen wir gut klar. Aber das sind natürlich alles Fragen, die man sich stellen muss. Es gibt andere Leute, die haben entweder Gastanks dabei oder so Gasflaschen zum Nachbefüllen. Da muss man natürlich dann auch entsprechende Stellen sich suchen, wo man das machen kann, etc. Das muss auch jeder für sich selber wissen. Und was natürlich bei so einem längeren Aufenthalt auch immer mal wieder passiert, es geht mal gerne was kaputt, ne? Das heißt, man ist dann eigentlich auch ganz froh, wenn man dann Werkzeug oder Ähnliches dabei hat, um die Sachen wieder in den Griff zu kriegen. Natürlich ist das so, dass man auch hier Läden hat, Ferreteria etc., die Sachen einem dann zur Not auch verkaufen können. Aber im Großen und Ganzen sollte man so einen Grundstock an Werkzeug dabei haben. Zum Thema Ausrüstung vielleicht noch ein Tipp, wenn ihr noch nicht genau wisst, ob ihr überhaupt überwintern wollt. Vielleicht wollt ihr das auch erstmal ausprobieren. Kauft euch nicht zu viel. Das kommt sowieso dann, wenn ihr euch für das Überwintern entscheidet und das auch immer wieder mal machen wollt, dann wächst die Ausrüstung auch. Bei uns ist das zum Beispiel ein Küchenzelt. Also das ist auch so eine gewisse Entwicklung und das macht aber auch Spaß. Aber macht euch auch da nicht so verrückt. Schaut einfach mal und probiert euch aus. Also ihr Lieben, was uns noch ganz wichtig ist, gerade in den sozialen Medien wird viel geredet, es wird viel dramatisiert. Wir reden natürlich auch, wir sagen euch aber, es ist unsere Sicht. Probiert es aus, wenn ihr möchtet. Lasst euch nicht verrückt machen. Wenn ein Stellplatz voll ist, dann fahrt den nächsten an. Immer alles ganz in Ruhe. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt und ihr wollt aber nicht auf die vollen Campingplätze, fahrt vielleicht erst im März für ein paar Wochen. Schaut euch das an, wie es euch gefällt. Ja, und dann eine Sache, die aus der heutigen Welt natürlich nicht mehr wegzudenken ist, das Thema Internet. Das ist natürlich auch bei einer Überwinterung sehr, sehr wichtig. Für mich jetzt als ITler sogar überlebenswichtig. Aber ich denke, wenn ich das hier so höre, für alle sehr wichtig. Da muss man natürlich auch gucken, wie man das darstellt. Ich denke aber, da werden wir nochmal ein eigenes Video zu machen, wo wir vielleicht noch auf so ein paar Möglichkeiten eingehen, die es gibt und auch vielleicht erzählen, wie wir das machen. Wir hoffen, da sind ein paar Tipps für euch dabei. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Neugierde und viel Spaß bei eurer Planung. Genau, sammelt eure Erfahrung, habt Spaß. Und wir sagen vielen Dank, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.